Dann dürft ihr euch einen Moment sowie auf euren Atem konzentrieren. Tief ein- und ausatmen. Auch schauen, dass ihr bequem sitzt. Die Füße auf den Boden spüren. Ich werde jetzt einfach in der Du-Form sprechen und jedes von euch darf sich persönlich angesprochen fühlen. Du atmest tief ein und aus und lässt dich von deinem Atem mehr und mehr in deine innere goldene Mitte führen. Du tauchst ein in die Gotteskammer in deinem Herzen, in die Essenz des Christus in dir. Es atmet dich, du bist ganz Atem. In deinem Ein- und Ausatmen nimmst du wahr, wie das goldene Licht aus deinem Herzen dich durchströmt, über dich hinaus leuchtet und dich trägt in deiner Herzzentralsonne. Du bist vollkommen wach und aufmerksam. Nimmst wahr, wie deine Herzzentralsonne wiederum getragen ist von der Schöpfersonne, der Christussonne, wie ihr Licht durch deine Herzzentralsonne in deine Herzmitte fließen lässt. Du atmest aus deiner Mitte durch deine Herzzentralsonne und durch die Christussonne ein und aus. Du nimmst einen tiefen Atemzug und dehnst deine Wahrnehmung aus bis in die Quellsonne, in den Geist der reinen Existenz. Nimmst wahr, wie die Christussonne getragen durch die Quellsonne durchströmt von ihr, auch dich trägt. Und auch du getragen bist von der Quellsonne. Nun legst du deine Zunge an den Gaumen und atmest über die Nase einige Male tief ein und aus und nimmst das lebensspendende Prana, das vom Licht der Liebe zu dir getragen wird, in dich auf.
Deine Aufmerksamkeit schenkst du deinem Körper. Du wanderst durch den Raum deines Körpers. Schenkst ihm deine Liebe. Wenn du irgendwo in deinem Körper ein angenehm, wohlig, warmes Gefühl wahrnimmst, lässt du es zu, dass es sich ausbreitet, bis dein ganzer Körper in diesem Gefühl angekommen ist, während du ruhig und gelöst atmest. Du empfindest Dankbarkeit für diesen deinen Körper. Dankbarkeit und Freude, dass dich dieser dein Körper durch das Leben trägt. Du spürst, wie mit diesem kleinen Gefühl der Dankbarkeit dein Körper beginnt, sich zu entspannen, sich wohl zu fühlen und sich dem Fluss des Lichtes zu öffnen. Die Dankbarkeit fließt von deinem Körper zurück in deinen Geist. Und es entsteht ein tiefes Gefühl der Verbundenheit, des Seins. Körper, Geist und Seele sind eins. Und du nimmst wahr, wie die göttliche Allliebe jeden Bereich deines Wesens mit Liebe erfüllt, wie du ganz und gar angenommen bist. Und deine Dankbarkeit deine Ebenen deines Seins durchströmt und bei der Quelle ankommt. Und die Quelle deine Dankbarkeit liebend annimmt. Und wiederum mit Dankbarkeit beantwortet. Und so fließt Dankbarkeit zwischen ihr und dir, zwischen allen deinen Ebenen und deinem göttlichen Ursprung. Ich bin vollkommen erfüllt von Dankbarkeit und Liebe, spricht dein Herz. Ich bin vollkommen erfüllt von Dankbarkeit und Liebe. Ich bin vollkommen erfüllt von Dankbarkeit und Liebe. Und dein Herz rezitiert dieses Mantra Atemzug um Atemzug im Einklang mit deinem Ursprung.
Ich bin vollkommen erfüllt von Dankbarkeit und Liebe. Und die Kraft dieser Worte schwingt sich durch alle Ebenen hindurch, durch dein ganzes Sein. Und auch hier geschieht Vereinigung, die Wahrnehmung des Einsseins in dieser Dankbarkeit zeigt sich mehr und mehr auf allen Ebenen. So fühlst du in dir eine Glückseligkeit aufsteigen, die dein Herz erreicht. Du wendest dich der Quelle, dem reinen Sein zu. Und reinem Herzen bittest du um den Segen, durch neun heilige Atemzüge, die durch dich strömen und die du annehmen darfst. Atmest neunmal tief ein und aus. Du lässt es in dir wirken und fühlst sie besonders, die Ebene 1 und 2 davon gestärkt worden. Aber auch alle anderen Ebenen deines Wesens durch Lichtung erfahren haben. Atme tief ein und aus und tauche durch dieses Glücksgefühl, diese Verzückung, durch deinen Emotionalkörper zurück in die Wahrnehmung deiner Physis und des Ätherkörpers.
Du nimmst wahr, wie du dich dieses Körpers wieder mehr bewusst wirst. Und du beginnst auf dieser Ebene über die Atmung der Herzzentralsonne, dich über die Wahrnehmung des großen Geistes in die Schöpfungsebene zurückzuatmen. Denselben Weg zurück, den du zu Beginn in die Ausdehnung erlebt hast. Und über diese Schöpfungsebene tauchst du mit einem tiefen Atemzug wieder zurück in deine Herzzentralsonne. Du bist dir wieder ganz nah in deinem Menschsein und atmest dich in deine Herzmitte. Dort, wo du eingetaucht bist, zu Beginn dieser Reise, von dort kehrst du zurück, atmest dich ganz bewusst in deinen physischen Körper hinein. Du nimmst das Gefühl der Dankbarkeit für deinen Körper mit dir in dieses Menschsein und kommst ganz an. Atme dich ganz bewusst in deine Füße hinein, in die Wahrnehmung deiner Beine, der Knie und der Oberschenkel. Spüre, wie du langsam unter deinen Füßen den Boden wahrnimmst, wie sich dein ganzes Wesen erdet und in die Wahrnehmung des Körpers zurückkehrt. Bewege deine Füße und deine Beine. Atme ganz bewusst in deinen Bauch. Wenn du möchtest, legst du deine Hände darauf. Spüre, wie die Kraft, die Wahrnehmung in deinen Körper zurückkehrt und dich auffüllt, erfüllt, über deinen Brustkorb, in deine Schultern und von da in deine Arme und Hände. Strecke sie, bewege dich, drehe deinen Kopf, deine Schultern und fühle, wie du wieder ganz ankommst in deinem Körper, im Gewahrsein deines Menschseins, erfüllt mit Dankbarkeit und Freude für das ganze vollkommene Sein, das du bist. Bedanke dich noch einmal mit einem tiefen Atemzug bei deinem ganzen Sein für all das, was du wahrgenommen hast, was dir gezeigt wurde, was du mitgenommen hast in das Tagbewusstsein deines ganzen Wesens. Strecke dich noch einmal ganz bewusst, bewege deinen Körper, bevor du deine Augen wieder öffnest.
Vielen lieben Dank fürs Dabeisein. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch mal einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und vergesst natürlich nicht, die Glocke zu klingeln, damit ihr nichts mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal.